Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie aber verstanden den Sinn seiner Worte nicht, scheuten sich jedoch, ihn zu fragen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ein eigenartiger Satz, der im Fluss der Worte leicht untergeht. Jesus spricht mit den Jüngern über sein Leiden, den Tod, seine Auferstehung nach dem Tod. Sie aber scheuten sich zu fragen nach dem Sinn seiner Worte. Sie hatten Angst zu fragen. Weshalb denn? Weshalb scheuten sie sich zu fragen? Weshalb hatten sie Angst zu fragen? Wie ist es bei Ihnen? Erleben Sie schon einmal Situationen, in denen Sie sich scheuen zu fragen oder gar Angst davor haben? Da mag es sein, dass Sie wissen, dass der, den Sie fragen wollen, keine Fragen zulässt, vielleicht sogar heftig negativ darauf reagiert. Eine Autorität, ein Vorgesetzter, Eltern, Kinder. Fragen gibt es nicht, Fragen braucht es nicht. Was ich sage, ist klar und alles, was jenseits des von mir Gesagten liegt, das braucht dich, das braucht sie nicht zu interessieren. Wir wissen, dass eine Kultur, in der die Frage niedergehalten wird, verkümmert. Wir wissen natürlich auch, dass es anstrengend ist, immer wieder auf dieselben oder ähnliche Fragen zu antworten oder überhaupt immer wieder nach Dingen gefragt zu werden, die für einen selbst selbstverständlich unmittelbar einleuchtend sind. Und dann gibt es gewiss auch die Situation, dass ich den Eindruck habe, der, der mir die Frage stellt, will mir damit eine Falle stellen. Die Frage zielt nicht auf ein mehr Wissen, ein mehr Verstehen, ein mehr Verständnis, sondern sie zielt darauf, mich fertig zu machen. Die Frevler tauschen ihre verkehrten Gedanken aus und sagen, lasst uns dem Gerechten auflauern. Die Kultur von Frage und Antwort, gerade wo es um wichtige Dinge geht, lebt von Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Lauterkeit. Von dem, was Früchte der Weisheit von oben sind, Jakobus schreibt in seinem Brief davon. Denn diese Weisheit von oben ist unparteiisch und heuchelt nicht. Jesus zeigt oft genug, dass er auf Fragen antwortet, auch auf die Fragen der Feinde, auch auf Fragen jener, die ihm eine Falle stellen wollen. Und da auf dem Weg durch Galiläa, da wollte er sie ja über etwas belehren, nämlich über das, was geschehen wird, über sein Geschick, das doch auch mit ihnen, den Jüngern, zu tun hat. Sie sind doch die Jünger, die bei ihm sind. Wie könnten da die Jünger denken, dass er auf Fragen der Seinen, die er auf dem Weg doch mitnehmen will, ärgerlich reagieren würde? Sie scheuten sich, ihn zu fragen. Liegt es daran, dass sie nicht dumm dastehen wollen? Auch so etwas ist vielen von uns sicher nicht fremd. Wenn ich in der Schulklasse bin und irgendwie den Eindruck habe, alle verstehen es,
nur ich nicht. Dann will ich die innere Beschämung, die ich ohnehin schon empfinde, nicht noch durch etwas verschärfen, was eine äußere Demütigung werden könnte. Und das zieht sich auch hinein in das Erwachsenenalter. Wie viel Angst gibt es, beim einen mehr, beim anderen weniger, bloßgestellt zu werden, vor den Freunden, in der Ehe, in der Politik, in der Gemeinde, im Verein, in der Kirche, dumm dazustehen. Auf der anderen Seite wissen wir, das ist nicht der richtige Weg. Wenn die Frage an den Lehrer, wenn es ein guter Lehrer ist, der auch nicht auf alles eine Antwort haben mag, wenn die Frage an den Lehrer mir erspart, in der Klausur zu scheitern, dann gilt das noch mehr für die großen Fragen oder größere Fragen später. Stell die Frage auch auf die Gefahr hin, einmal nicht brillant dazustehen. Das erfordert Mut. Es erfordert auch die Fähigkeit, die eigene Frage zu stellen. Den Fragehorizont in der Gesellschaft, in der Politik, in der Kirche zu durchbrechen. Wie viele gibt es, die denken, sie würden eigene Fragen stellen, und es sind bei näherem Hinschauen nur die vorproduzierten Fragen in Goldpapier, die man auf den Wohnzimmertisch der Gesellschaft gelegt hat. Sie scheuten sich, ihn zu fragen. Wohl nicht, weil sie Angst hatten, dumm dazustehen. Immerhin verstand nicht der eine oder andere nicht. Sie verstanden nicht. Also hätten sie doch gut eine Frage stellen können. Es hätte sie auch weitergebracht. Dem, der nicht versteht, kann geholfen werden. Von dem, der versteht. Aber dann, liebe Schwestern und Brüder, gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Sie scheuten sich, ihn zu fragen, weil sie gar nicht mehr wissen wollten. Sie scheuten sich, ihn zu fragen, weil sie nicht mehr verstehen wollten. Weil sie sich damit mit dem, was er sagte, nicht weiter befassen wollten, weil es unbequem war, kantig, vielleicht sogar schmerzte. Fragen sind gefährlich, weil es Antworten geben kann. Wer fragt, riskiert eine Antwort. Eine Antwort vielleicht, die zum Nachdenken nötigt, zum Umdenken, zu einem anders Leben. Wenn ich spüre, dass es in der Familie oder sonst im Miteinander Schwierigkeiten gibt, die mit mir zu tun haben, verlangt es wieder Mut, ehrlich die Frage zu stellen, was läuft nicht? Beim anderen gewiss auch die Bereitschaft, mit der Weisheit von oben friedlich und freundlich zu antworten. Die Frage ist riskant, weil sie mein Leben berührt. Aber andererseits, liebe Schwestern und Brüder, ist das Leben der Fraglosigkeit, wo Fragen da sind, eine Lüge, die von innen her das Fundament angreift, worum immer es sich handeln mag. Die Jünger wollten nicht mehr wissen. Sie wollten bei ihrem Denken bleiben, sich nicht stören lassen. Sie hatten Angst davor, mehr zu verstehen. Es ist kein Zufall,
dass sie unterwegs, nachdem sie sich zu fragen scheuten, darüber redeten, wer von ihnen der Größte sei. Hier stellt Jesus eine Frage: Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Und sie schwiegen, weil sie genau wussten, dass ihr Lebensthema, wer ist denn jetzt der Größte, mit dem, was Jesus ihnen über sein Leben gerade gesagt hatte, nicht zusammenkam. Wer der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Das hören wir oft, vielleicht sagen wir es auch, aber wir wissen es auch, wie schwierig es ist, das für das eigene Leben umzusetzen. Wer der Erste sein will, wer vor mir, vor Jesus Christus, vor dem Herrn etwas gelten will, der muss lernen, den letzten kleinen, geringen in die Mitte zu nehmen. Wir dürfen die Frage nach dem Größten in unserer Mitte durchaus stellen, unter uns. Aber eine Antwort finden wir nur, wenn wir den finden, der die Mitte nicht mit seinem Ich anfüllt, sondern in der Mitte Platz lässt, um anzunehmen und aufzunehmen, den Reichen und den Armen, den Klugen und den nicht so Klugen, den Linken und den Rechten, den Geschickten und den Ungeschickten. Den Größten unter uns finden wir, wenn wir den finden, der in der Mitte Platz lässt, für den Kleinen und Geringen, auch wenn der Kleine und Geringe sich groß fühlt. Jesus nach seinem Leben zu fragen, ist riskant. Die Jünger damals wussten es und sie scheuten sich, ihn zu fragen. Und wir wissen es auch, dass es riskant ist, ihn mit ehrlichem Herzen zu fragen, weil es von uns verlangt, neu zu denken. Mit seiner Hilfe kann es uns gelingen, aber nur mit ihm. Amen.